Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Video mit meiner großen Maus, hier sitzt sie. Ihr habt sie ja schon mal gesehen, bevor ich im Urlaub war und ich habe dann wirklich, ich hatte so viel Stress, dass ich gar nicht mehr dazu gekommen bin, sie nochmal zu zeigen und ihren Namen zu verraten. Und ich glaube, das ist auch gut so, denn inzwischen habe ich ihren Namen nochmal geändert, aus verschiedenen Gründen. Und hatte im Urlaub einfach nochmal richtig viel Zeit, darüber nachzudenken. Und jetzt bin ich mir eigentlich sehr sicher, was ihren Namen angeht. Und auch, dass er erstmal so bleiben wird. Ich möchte nicht sagen für immer, denn bei mir weiß man ja nie. Ich ändere ja doch relativ häufig Namen. Obwohl mich das selbst total stört. Naja, aber kommen wir zur Sache. Diese kleine Maus hat den Namen Noemi bekommen. Ich finde, der Name passt wirklich wunderbar zu ihr. Ich werde sie wahrscheinlich meistens Mimi oder Emi nennen. Und ich finde, der Name passt einfach wunderbar. Und dann wollte ich euch natürlich noch ihr Outfit zeigen. Das ist ja eins der Outfits, das ich in Amerika gekauft habe. Und ich finde, sie sieht so süß darin aus. Und ja, die Hose ist ein bisschen eng, so wie das immer ist bei Sets. Und hier ist ein kleiner Fleck. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon war oder ob das irgendwie bei mir passiert ist, aber naja, egal. Das kriegen wir wieder rausgewaschen. Die weißen Söckchen hat sie noch an, denn ich habe, glaube ich, keine rosa Söckchen in ihrer Größe oder ich muss mal gucken. Mit Socken bin ich immer so ein bisschen hinterher, die passen nicht immer zu den Outfits bei mir. Aber dann hat sie dieses Kleidchen und ich finde, das ist einfach, das passt ihr perfekt von der Länge. Ich dachte, das wäre etwas kürzer, aber so finde ich das ideal, dass das einfach noch ein bisschen weiter runter geht hier. Und ich finde, sie sieht einfach unglaublich süß darin aus und immer, wenn ich sie anschaue, verliebe ich mich neu. Ich finde, sie ist so zauberhaft. Oder, Leute, ist sie nicht super, super süß? Ja, das ist die süße Noemi und sie braucht noch einen Zweitnamen, sie hat noch keinen Zweitnamen und wenn ihr Ideen habt, dann schreibt mir die doch einmal in die Kommentare und ja, mal schauen, da brauche ich vielleicht noch eine Weile. Ich habe es ja immer so mit Namen, das dauert bei mir immer wirklich lange. Aber ja, die wollte ich euch zeigen, sie hat auch dieses süße Haarband hier an mit Glitzer, rosa mit Glitzer, das fand ich auch ganz passend und ja, hier ist die süße Maus, die wollte ich euch heute zeigen und das ist wieder ein ganz kurzes Video, denn ich muss auch gleich zur Arbeit, aber diesen Anblick musste ich einfach mit euch teilen, denn ich finde, sie sieht wirklich unglaublich zauberhaft aus. Ja, für die Kleine steht noch einiges an, denn sie bekommt ihr eigenes Bett, sie bekommt ein großes Bett für große Mädchen, denn im Babybett ist kein Platz mehr. Und das werde ich euch dann irgendwann die Tage zeigen. Und das werden wir auch ganz schön noch dekorieren. Und ich hoffe, dass das am Ende dann hier alles wirklich sehr hübsch wird. Und ja, das teilen wir natürlich alles mit euch und hoffen, dass es euch dann auch gefällt. Aber für heute sagen wir Tschüss, ich muss jetzt auch zur Arbeit. Du darfst einmal winken, kleine Maus, wo ist denn deine Hand? Tschüss, bis zum nächsten Mal und ja. Eine schöne Zeit wünsche ich euch. Tschüss!